Eine einfache Rechnung bekommen wir dadurch zustande, dass wir die Rechnung hier direkt in diese Zelle reinschreiben. Also zum Beispiel schreibe ich 4 plus 5, klicke dann hier oben auf Run und dann kommt hier das Ergebnis raus. Ich kann auch einen Shortcut benutzen, bei Mac ist das Command Return, dann kommt das gleiche raus, ja, hier 1 plus 2 und dann Command Return. Bei Windows muss das dann irgendwas Ähnliches sein. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, machen wir allerdings immer Leerzeichen zwischen die Zahlen und Plus wird auch als Operator bezeichnet und ein Operator. Also ich kann eine neue Zelle machen oder ich kann die ganzen hier einfach löschen. Dann habe ich alle weggemacht, habe eine leere Zelle, dann schreibe ich hier 4 Leerzeichen plus 5 und dann ist das Ganze ein klein bisschen übersichtlicher. Jetzt wollen wir vielleicht das Ergebnis gar nicht so direkt haben, wir wollen eigentlich keinen Taschenrechner haben, sondern das Ganze in eine Variable schreiben. Eine Variable könnte zum Beispiel sein, res für result als Ergebnis ist gleich, das wird ein Operator und dann führt das Ganze wieder aus. Jetzt kommt hier kein Ergebnis raus, das kommt nur raus, wenn das hier nicht in eine Variable geschrieben wird. Um ein Ergebnis zu sehen, benutze ich den Befehl print und dann in normale runde Klammern, es gibt verschiedene Klammern, es gibt eckige Klammern, geschweifte Klammern, die haben alle unterschiedliche Bedeutungen. Hier nimmst du einfach nur runde Klammern und dann mache ich print res und dann kommt hier das Ergebnis raus. Wenn ich jetzt noch ein zweites hätte, also res 2 zum Beispiel 1, machen wir mal, nicht gerade 1, dann nur 4, 4 mal 5 und dann kommt wieder nur das eine raus. Jetzt kann ich noch das mit Copy and Paste hier das zweite hinzufügen und dann habe ich beide Ergebnisse, einmal die 9 von 4 plus 5 und einmal die 20 von 4 mal 5. Es macht immer Sinn, hier so gewisse Leerzeilen zu lassen, die man sinnvoll lässt zwischen den verschiedenen Befehlen, um das Ganze ein klein bisschen besser zu sehen. Und noch eine letzte Sache hier, wenn ich hier jetzt also Punkt 1 hier bin, jetzt mache ich nur die Klammer auf, dann wird automatisch die zweite Klammer mit dazu geschrieben, das ist ganz praktisch, dann muss ich die nachher nicht eintippen, macht die Sache einfach nur ein bisschen schneller. Falls ich es vergessen sollte, also angenommen, ich schreibe hier print und dann schreibe ich hier res, dann kann ich auch das hier markieren, jetzt eine offene Klammer hier machen, dann wird automatisch auch die geschlossene hier gemacht. Da sind so ein paar Sachen, die dabei behilflich sind, den Code etwas schneller zu tippen. Also haben wir hier einmal eine Variable, hier einen Operator, hier ein Befehl, der von einem solchen runden Klammer gefolgt ist. Wir machen jetzt Leerzeichen rein und auch am besten noch hier ein bisschen Leerzeilen.